Dann helfen wir Taki bei seinen Missionen. Oder hier, dem der zwei Ränge weiter ist. Nee, der ist schon weit genug, dem braucht ihr nicht mehr helfen. Ja, es gibt Leute, denen ist nicht mehr zu helfen. Von Geburt an. Damit er noch ein größeres Schiff kriegt, damit wir noch weiter hinterher hängen. Warum kann man eigentlich nicht gegen Dummheit impfen? Ja, ich glaube, dann sterben die Leute. Richtig, ja. Also ich würde sagen, hätte das Schiff hier Frontkanonen, wäre es ein super Jäger. Ich überhole gerade die Snow. Ja, du bist ein Tick schneller als ich. Ach, Proof. Wart noch ein paar Jahrzehnte, dann geht das. Was gegen Dummheit zu impfen? Nee, es werden, ja. Ich denke mal, es gilt eher, du musst immer denken, der pragmatische, einfache Weg wird genommen. Also wird sich durchsetzen, dass du genetisch feststellen kannst, wie hoch der IQ des Kindes wird und dann lässt das abtreiben. So wie du theoretisch jetzt schon alles bestimmen kannst, welche Haarfarbe und so weiter das Kind später haben wird. Genetisch kannst du das ja auslesen. Menschen werden sich immer weiter modifizieren. Zu kostspielig. Nee, wir werden nach hinten gehen. Richtig. Erstmal laufen wir wieder auf allen Vieren. Der Höhepunkt ist erreicht. Wenn nicht noch ein Fünfter dazukommt. Naja, erstmal wird die digitale Nutzung zurückgehen in den nächsten Jahrzehnten. Ja, wenn der Strom ausfällt. Nee, nicht wenn der Strom ausfällt, sondern allgemein, weil wir aktuell zu viel digitale Mediennutzung machen. Auf viel zu vielen Ebenen und das ja eigentlich auch ungesund macht langfristig. Das ist eigentlich das neue, ich bin Industriearbeiter und bin den ganzen Tag in der Mine. Muss man leider sagen. Ich bin jugendlich und hänge die ganze Zeit vor meinem Handy? Richtig. Gut, dass ich nicht so denke. Der Mensch hat sich eigentlich noch gar nicht an die digitale Revolution gewöhnt. In der Nutzung. Entweder hast du sehr starke Power-User oder du hast halt welche, die könnten das Handy auch weglegen und wieder mit der Drehscheibe arbeiten. Ja gut, das würde ich nicht hinkriegen. Ich glaube, ich würde das Ding dann auseinandernehmen. Ja, du musst ja mit deinem dicken Schiff mal treffen, ja? Hab ich doch zweimal. Ei. Wer ist da neben mir? Ach so. Computer. Deine Lynx. Ich glaube, die mag dich. Der wollte nur den Captain grüßen. Oh, ich hab den unter Brand. Ich hab den in Brand gesetzt. Unter Brand, in Brand. Pyromane. Ja. Und jetzt müssen eigentlich Crewmitglieder aufs Deck stürmen, die brennen und dann ins Wasser fallen. Menschen brennen voll gut. Na Quatsch. Aber nicht Pixel. Nennt sich dann nur spontane Selbstentzündung. Ach, die gibt's doch gar nicht. Das ist doch alles Lüge. Mann, das ist kacke, dass hier NPCs rumschippern. Die kann man gar nicht anschauen. Ob ein NPC auch ein Leben hat? Will dieser Kapitän seine Frau nie wiedersehen? Seine NPC-Frau? Gott, leck das gerade bei mir. Ich bin gerade auf hier drauf abhalten. Ah, Jeremias, ja, wir haben Sid Meier's Privates einmal gespielt, ne, im Retro-Stream. Tut mir leid,
Mika, frag doch nicht mal was. Rich, du hörst doch die Leute. Was? 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 Hey, dann nicht. Entschuldigung. Voll Bresser, die hin. Ich hoffe, das kann ich. Ich nur wir das Wasser nicht raus. Jetzt stehe ich hier schon. Ich bin mich noch nicht einen Meter gefahren in diesem Gefecht. Schieße von hier immer schön. Und jetzt sauf ich schon ab. Kann ich jetzt gerade noch nicht zu sagen, Jeremias, ob ich das nochmal spiele. Hallo, Prime Archangel, willkommen als Patient. Es brennt und singt. Dann schon wieder? War jetzt gerade nochmal ein bisschen Feuer drauf, oder? Ja, es hat auch geklingelt. Geklingelt? Dann ab zurück nach Mortimer. Warum? Wolltest du jetzt nicht schwere Missionen machen? Hast keine mehr, ja, ne? Na gut. Es fehlt übrigens ein Follow-Befehl. Das wäre zu einfach. Fände ich aber gut, wie bei WoW. Lauf du schon mal vor. Wir könnten aber auch links rum gehen sofort. Na, mir ist es ja gut. Links rum die Insel? Wir fahren doch sowieso jetzt links rum die Insel, oder? Du willst jetzt nach Mortimer zurück. Na, andersrum, also rechts rum. Egal. Setz die Segel, Piraten! Arr. Oh, ich hatte noch ein Mikro aus. Oh, mach's wieder aus. Tja. Gib wohl doch einen Gott. So, wie viel EP brauche ich noch? Wo ist es? Wo ist es? Warum werden meine EP nicht angezeigt? Thomas, wir spielen jetzt erstmal Naval bis 21 Uhr und danach spielen wir Planetary Annihilation. Um mal eben den Chat zu beantworten. Aber ohne Mika. Müll. Ach, warum? Lass Mika mitspielen. Gib ihm einfach eine Wirtschaft von 0,5. Tau. Mika kann mitspielen. Nur ein bisschen schneller durch. Letztendlich macht ihr ja auch nichts falsch. Ich muss mir Ideen aufschreiben. Ich hatte nämlich ein paar gute Ideen auch für den Stream hier, als ich nachts geträumt habe. Erzählst du uns sie? Nein, sonst wären die geklaut vorher. Warum ist mein Stift kaputt? Damit du die Idee wieder vergisst. Du.
Entschuldigung. Oh oh, er ist krank. Hat bestimmt einer der Pizzaboten gebracht. Ist übrigens sehr interessant, wenn du 3 Tage in Folge bei der Pizza Pizza bestellst und das jedes Mal ein anderer Bote ist. Und es gibt einen Spendenhype! Und ich hab's wieder nicht gesehen. Wie viel? Ich versuch's gerade rauszufinden. Mick hat 1 Euro gespendet, glaube ich. Für PA. Danke. Was ist jetzt? Du musst PA spielen? Nein, wir spielen doch eh PA nachher. Dann werden wir ein bisschen kaputt gehen. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, aber morgen wäre die letzte PA-Folge, die jemals aufgenommen wurde. Nein, Micha hat gespendet. Das ist so kacke, ich muss irgendwann das mal irgendwie muss ich es ändern können. Dass ich, Winnie-Doo, 1 Euro ist 1 Euro. Dementsprechend alles super. Was willst du denn spenden? Was gibt's denn den Obdachlosen auf der Straße? Ich sitze da auch vor und sagen die Leute und sagst den Leuten, die da 50 Cent reinschmeißen bei dem, ey, was bist du denn für geizig? Jetzt hol mal einen Schein raus. Freut sich über jedes Geld. Richtig. Ich wusste, dass PA-Videos knapp werden, indem ich das in letzter Zeit nicht viel gespielt habe. Wir brauchen mal ein neues Multiplayer-Spielchen wieder. Haben wir doch. Ja, aber jetzt nicht hier. Das hier ist ja neues MMO-Spielchen. Das ist ja so, als wenn wir in WoW anfangen, Altarak jeden Abend zu spielen. Company of Heroes 2 wäre eine gute Idee von Max Siedler oder Company of Heroes an sich. Nur. Hab ich nicht. Das ist nicht schlimm. Wird es ja mit den Leuten, die mitspielen, noch ausgedünnter. Ja, aber bei PA waren wir auch am Anfang nur 4 Leute. Oder 3. Das geht ja mit der Zeit. Weil es kommen ja auch immer mehr Leute nach. Ab März gut. Division. Ja, aber Division ist... Ich weiß auch nicht, ob Division mich in der Finalversion wirklich so packen wird. Erstmal werde ich ab Freitag, glaube ich, jeden Tag XCOM nur spielen. Das war uns allen klar. Hallo Marcel. Der nächste Marcel. Weil wieder, das wird wieder so ein Gaudi, ey. So, erstmal wieder alles reparieren, wenn wir schon hier sind. Wem folgen wir gleich? Taki? Mio. Ich darf ja nicht. Was schon, deine Cerberus reicht. Ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei. Ei. Das sind 2 belegte Brote. Eins mit Schinken, eins mit Ei. Kam jetzt übrigens nur, weil jemand das im Chat geschrieben hat. Entschuldigung. Ich muss irgendwann auch mal anfangen zu craften, oder? Nee, damit kannst du ja noch Zeit lassen.
Ich habe die Brücke übrigens nicht verkauft, die ist noch bei mir im Hafen. Du könntest aber ganz viel Kohle kaufen. Nein, ich will keine Kohle kaufen, weil du verkaufst die. Richtig. Kannst du knicken. Ach, verdammt. Du brauchst aber zum Grafen. Ich werde gefragt, ob ich Mittagsschlaf mache. Ja, wenn möglich. Ich finde, Mittagsschlaf ist das Geilste, was man machen kann. Und wie lange? Wie häufig? Mit wem? 30 bis 45 Minuten. Wie häufig? Wenn die Zeit ist. Heute habe ich auch Mittagsschlaf gemacht. Ging aber irgendwie 2,5 Stunden. Mit wem? Alleine, mit der Couch. Langweilig. So, ich hab dich, Taki. Mika fehlt noch. Ja, ich bin unterwegs. Garfield und Odin waren im Wohnzimmer zu der Zeit, Jordan Power. Die sind immer da und nicht im Bett. Im Bett habe ich nur Free Willy. Damit nicht so leer ist. Seid ihr lang? Nach Ost, Südost. Ja, schon. Eigentlich direkt nach Ost, aber wir haben schlechten Gewinn. Man muss aber die Sandbank umfahren. Dirty Bomb habe ich schon viel von gehört. Ich habe heute auch irgendwie so ein Koop-Spiel bekommen. Duett. Wurde mir geschenkt über Steam plötzlich. Wo man zwei Partikel spielt, die miteinander sich immer um sich selbst umkreisen und da muss man durch irgendwelche Labyrinthe durch. Ich hab's mir aber noch nicht angeguckt. Woher weißt du das denn? Weil ich, ja, ich hab's noch nicht gespielt. Ich hab aber mal auf die Seite geguckt vom Spiel. Ja. Natural Selection gibt's doch diese Neuveröffentlichung von diesem Mod-Team, die das Spielgeschehen angepasst haben, weil so hat das Spiel ja keinen Support mehr. Ich habe übrigens auch genau im Osten eine Mission. Aber wir machen natürlich erstmal Taki-Missions. Ja, wenn deine früher dran ist? Ich weiß nicht, ob meine früher dran ist. Mach nochmal auf. Meine sehe ich schon. Siehst du deine schon? Meine ist genau südwestlich von Islet. Hallo Red Dragon Z im Chat. Also Natural Selection ist ein echt guter Shooter. Aber das Spiel ist halt, glaube ich, für Otto-Normal-Shooter-Spieler zu kompliziert zu verstehen. Was? Wer, wo, warum? Weil darüber gesprochen wird, was wir dann als nächstes im Multiplayer spielen können. Ein Shooter, der kompliziert ist? Wie geht denn sowas? Ja, weil das Shooter ein Strategiespiel ist. Du hast einmal einen Commander, der so gesehen Basen ausbaut und muss halt gegen Aliens kämpfen oder umgekehrt bist halt Alien-Commander und muss die Basis ausbauen. Maiko, kommst du überhaupt noch hinterher? Hast du das eigentlich aufgenommen? Was? Den Shooter. Ganz früher, das war eins meiner ersten LPs. Natural Selection. Das war früher mein Community-Multiplayer-Spiel. Dann können wir das ja wieder ausgraben. Ja, wir können Mika, vielleicht sogar zwei volle Teams hinkriegen. Wir brauchen da ein Team. Nee, du hast zu viele Videos. Das finde ich doch nie. Einfach nach Natural Selection suchen. Das wird so einfach. Ist schon ewig her. Da habe ich, glaube ich, noch gar kein Mikrofon gehabt.
kein richtiges. Ach, wir brauchen schon ein Mikrofon. Ich müsste eh mal hier ein anderes kaufen. So, meine Mission sehe ich jetzt auch. Ich bin vor meiner fast. Und ihr seid alle so nah, dass ich euch direkt reinziehe. Sollten wir nicht erst Takis machen, weil die schwerer ist? Wir sind doch mit meiner Ruckzuck durch. Vielleicht zuerst machen müssen die Staubbeile. Das wird noch zu stark beschädigt werden. Obwohl. Was ist deiner Mission unwahrscheinlich? Oh, jetzt sind wir ja alle hier, auch Sarawok mit seinem Basic Cutter. Schönen guten Abend, Speldon. Was hast du gegen den guten Basic Cutter? Gar nichts, ich finde den doch ganz nett. Der ist immerhin umsonst. Kanonenfutter. Und der hat 6 Kanonen, so schätze ich nicht. Stimmt, der NPC hält mich für so wehrlos, der schießt nicht mal auf mich. Fairer Kampf. Wir machen jetzt auch schon türkisches 1 gegen 1. Nur einer lacht, die restlichen haben türkische Wurzeln. Oder push the talk an. Oder das. Oder sie haben den Witz nicht verstanden. Was für ein Witz? Der war gut. Es ist ein bisschen so. Ich hab überlegt, welche Schiffe ich hier vor mir umdrehen muss, also damit ich an Gegner rankomme. Ich hab keinen Computer mehr. Kannst du dich vom Mika umdrehen? Der ist euch mal gestartet. Der John. Weiß schon, er hat noch nicht einmal geschossen und ist schon tot. Soll ich ihn umdrehen? Dreh ihn um. Au! Immer dieser Sonntagsfahrer. Der tut mich weh. Weh. Willst du mich wirklich kreuzen? Hallo? Hey, hallo! Geh weg! Du willst dich rollen, ja? Ich dachte, du willst ihn umdrehen. Die Reparaturkosten sind mir zu hoch. Man sieht gar nichts mehr. Zu viel Nebel. Ja, das... Hi. Was will der hier? Weiß ich nicht. Was möchtest du hier, Enkelrod? Es hieß, hier stinkt. Ich soll nachgucken, was hier in Ordnung ist. Wir sind so voll. Wir können dich nicht mehr mitnehmen. Kommst du nicht rein? Muss auf die nächste türkische Armada warten. Türken. Ja, das sowieso hatte ich auch schon vorhin. Das kann doch nur eine KI sein. Entschuldigung. Ey, der Gegner macht mir keinen Schaden, aber ihr. Otaki, musst du da stehen bleiben. Taki ist eh so ein Standgeschütz. Hat das irgendwas mit deiner Körperfülle zu tun? Drüber gehen, aber, wenn du gut stehst, ich bin flach. Du bist flach? Das sind Proof-Cousins? Alle, ja. Die sind alle jetzt mit mir verwandt. Nee, Cousins kriegen meinen YouTube-Money nicht. Selbst meine Lebensversicherung kriegt eigentlich niemand. Enkelrod gibt dir gerade recht im Chat, Taki. Die Privacy ist doof. Ich fand die gar nicht so schlecht, als ich die gefahren bin.
Schatz, ja, aber es ist so langsam, du kommst nicht ums Eck rum. Also, ein Cutter zerlegt dich. Sorge ich ihm das teuer und dann. Ah, fertig. Wir haben übrigens die 100 Leute wieder am Stream. Juhu! Feiert werden. Wo ist der Rum? Der Rum. Ich habe einen Raum. 10 Fässer. Jetzt nach südöstlich? Ja. Bau mir einfach hinterher. Meine Arbeitskollegin, die hat vorher. Also jetzt eine von unseren neuen Arbeitskolleginnen bei mir, die hat vorher für einen für so einen Event-Party-Dienst irgendwie gearbeitet und die haben immer morgens schon Alkohol getrunken. Läuft. Ja, der Chef war irgendwie international immer sehr viel unterwegs, hat immer auch viel Rumsorten und so weiter mitgebracht. Aber wir sind ja nicht mehr in der Vergangenheit. Wo die Dichter und Künstler sich morgens noch betrinken konnten. Oder in Frankreich, wo die Kinder vor der Schule noch einen Wein trinken. Die guten alten Zeiten. Früher war alles besser.